Hallo, mein Name ist Wolfgang Graf. Ich lebe mit meiner Frau Ute Graf in der Kronenstraße 18 hier in Neunkirchen. Wir leben seit 1982 hier, haben zwei Kinder. Der Sohn lebt auch hier in Neunkirchen. Wir haben von dem Projekt gehört und waren sofort begeistert. Wir haben ein altes Haus und ein sehr neues Haus gebaut seit 2002. Wir versorgen uns mit einer Ölzentralheizung, verbrauchen ca. 1500 bis 2000 Liter Öl im Jahr. Was mich natürlich begeistert ist, wenn man sich hier wirklich von Öl unabhängig machen kann, ist es immer ein guter Weg, weil man weiß nie, wie die Preise sich entwickeln. Und was auch ein überzeugendes Argument war für mich in der Veranstaltung, dass man wirklich durch die Form der Energieerzeugung, die man gemeinschaftlich irgendwo hat im großen Betrieb, bis zu 80% CO2 einsparen kann. Und das ist natürlich ein Schritt, den man als Privatmann nicht unbedingt so mit diesen finanziellen Möglichkeiten, die man hat, so effizient hinbringt. Was hat noch eine Rolle gespielt? Ich denke mal, die Wertschöpfung ist eine Sache. Das Geld bleibt hier in der Region und bei jedem hier in der Gegend. Man wird es im eigenen Geldbeutel merken, wenn der Ölpreis steigt, dass es dann halt wirklich sinnvoll ist, das einfach umzusetzen. Natürlich müssen da viele an einem Strang ziehen und viele müssen mitmachen. Der Wertgewinn in meinem alten Gebäude und im neuen Gebäude wird sein, wenn man es mal irgendwann weiter vermieten will, verkaufen will. Man ist ja nicht ewig auf dem Planeten, sage ich jetzt mal. Das ist so in 20 Jahren ist es für mich wahrscheinlich auch rum. Aber die nach uns kommen, die möchten natürlich auch in einem warmen Haus sitzen. Und das wäre natürlich super, wenn das mit Fernwärme so gelingen könnte.